Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, wir haben das nagelneue Eco E-SUV heute für euch und wollen damit eine klassische Review, also das Auto von innen und außen zeigen. Und danach machen wir den Fahrbericht in diesem Video, wo wir mit euch mal das Fahrzeug im Alltag testen wollen, mit den Innengeräuschen, mit dem Parken, mit der Beschleunigung und wie sich das Auto generell so fährt. In einem zweiten Video, was ein paar Tage später folgt, werden wir dann eine Verbrauchsfahrt machen mit dem EQE SUV bei 100, 120, 140 und 160 km/h und den Ladecheck von 10% auf 80% Akkustand. Das, wie gesagt, in einem zweiten Video ein paar Tage später. Bevor wir losstarten, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würden wir uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Und dann bekommt ihr auch eine Benachrichtigung, wenn das zweite Video online geht. Jetzt geht's los mit dem EQE SUV. Und wie immer starten wir von außen, starten von vorne und schauen mal auf die Frontpartie des EQE SUV, was sich ja erstmal nur durch kleine Feinheiten auch vom EQS SUV abhebt. Mercedes hat ja hier, wie ich finde, eine schöne, bullige Frontpartie geschaffen, aber trotzdem sehr, sehr viel Wert auf Effizienz und einen guten CW-Wert gelegt. Klassisch für die neue EQ-Serie ist ja der Mercedes Pattern Grill optional, wo, glaube ich, über 260 Sternchen neben dem großen Stern thronen, wo auch dann die Radarsensoren und weitere Technik sich drunter verbirgt, auch beheizt es im Winter, sodass es eigentlich ganzjährig gut funktionieren soll. Serienmäßig kommt er mit LED-Scheinwerfern, optional die Digital Lights, die auch hier in diesem Fahrzeug verbaut sind, wo auf Fahrerseite und Beifahrerseite 1,3 Millionen Pixel die Straße ausleuchten und was nochmal eine wesentliche Verbesserung auch zu den Matrix-LED-Scheinwerfern darstellt. Was mir gut gefällt, ist hier das AMG Exterieur-Line-Paket. Das passt auch sehr gut mit dem Night-Paket, was dieses Fahrzeug hat. Das heißt wenig Chrom oder schwarz verchromt zum EQE SUV, was ihn dann nochmal performanter macht, sportlicher macht, einen besseren CW-Wert schafft und hier auch Air-Curtains hat, dass die Luft gut um die Vorderräder gelenkt wird. Ja, apropos Vorderräder, Steffen, schau doch mal. Hier haben wir natürlich wieder dicke, fette Puschen verbaut. Hast du mal geguckt, wie viel Dimension die haben? 265 40 R21 in so einer schönen Speichenfelge aerofiziert, optimiert, weil natürlich Mercedes auch mit dem EQE SUV einen guten Verbrauchswert haben möchte. Dazu beitragen tut übrigens auch hier dieses Trittbrett. Das ist ja gerade für kleinere Personen ideal, um nochmal so eine Zwischenstufe zu haben, um in das SUV zu gelangen. Und es soll sogar noch die aerodynamischen Werte verbessern. Ich hätte eher gedacht, dass es kontraproduktiv ist, aber ist es gar nicht. Night-Paket heißt hier alles schwarz glänzend, schwarzer Außenspiegel, nur so ein bisschen Chrom an den versenkbaren Türgriffen. Und die Silhouette, muss ich sagen, gefällt mir wesentlich kompakter und hübscher als beim EQS SUV, weil wir hier natürlich auch eine völlig andere Längen- und Breitendimension haben. Der Blick auf die Seite, der ist auch immer der Blick auf die Länge. Und da muss ich sagen, hat Mercedes eine gute Länge gewählt mit 4,86 Meter. Bleibt damit unter 5 Meter, aber schafft durch die elektrische Bauform, ist ja ein rein elektrisch konzipiertes Fahrzeug, dann aber auch genug Platzverhältnisse im Innern. Das werden wir mit euch gemeinsam hier überprüfen. Ja, Breite 1,94 Meter plus Außenspiegel, das heißt die linke Spur an der Baustelle, das könnte eng werden. Und beachtliche 1,68 Meter hoch. Zum Vergleich, ich bin 1,85 Meter hoch. Also auch schon so ein richtig kräftiges Fahrzeug mit einem Radstand von 3,03 Meter. Dazwischen das Akku-Pack, 100 Kilowattstunden brutto, 90,6 Kilowattstunden netto entnehmbar dazwischen verbaut. Und er soll natürlich auch schnell laden können. Dazu haben wir den Ladeanschluss hier auf der Beifahrerseite hinten rechts. Schön praktisch, wenn wir an der öffentlichen Ladestation stehen, um dann mal AC zu laden. Mit dreiphasig 11 kW. AC, ich glaube optional bekommt man auch einen 22 kW Lader momentan und DC bis zu 170 kW Damm im Peak, wo wir dann in guten 30 Minuten von 10% auf 80% laden. Das werden wir natürlich im nächsten Video herausfinden. Ja, das hat Mercedes hier nicht so gut gelöst. Hier ist nämlich der Nippel rausgenuppelt von dem DC-Charger. Ich mache das natürlich hier wieder rein. Das Auto stand auf einer Messe am Wochenende in Warnemünde. Wir sind ja hier in Rostock bei Stern Auto, unserem Kooperationspartner. Und da hätte ich mir einfach gewünscht, auch wie beim EQV, so schöne Klappen zu machen. Ist doch viel besser als so ein Gummiproppel, oder? Wie seht ihr das?
Der Blick auf die Heckpartie verrät auch, welchen Probanden wir haben, den EQE 350 4Matic. Starten tut er als EQE 350 Plus, dann mit 292 PS, Heck angetrieben, Rear-Wheel Drive und 565 Newtonmeter, ich glaube ab gut 86.000 Euro. Wer 3.000 Euro mehr ausgibt, hat dann den 4Matic mit zwei Motoren, auch 292 PS, aber 760 Newtonmeter Drehmoment und dadurch 200 Newtonmeter mehr Power und mehr Punch. Und das wollen wir natürlich im Fahrbericht später auch ausprobieren. Ansonsten haben wir hier schöne LED-Rückleuchten, die auch eine gute Dreidimensionalität haben. Gerade wenn wir hier näher rangehen, dann sieht man das sehr, sehr schön. Da gibt Mercedes sich ja immer maximale Mühe im Design. Wir haben hier die AMG-Line-Exterieur mit den angedeuteten Luftauflösen. Wir haben einen schönen Heckkanten-Spoiler. Und wir haben keine Haifischschlosse, Steffen. Also Mercedes bekommt es hin, die Technik in die Scheiben, in die Außenspiegel, in die Karosserie zu integrieren. Aber eine Sache müssen wir inzwischen auch mal kritisieren, seitdem ich das erste Mal gesehen habe. Das ist ja hier dieser Heckwischer, ne? Da bin ich ja ein Freund, wenn der hier unten in den Heckkantenspoiler integriert ist und dann so von oben herausfährt, weil er dann optisch die Silhouette und die Linie nicht zerstört. Ihr seht, wenn Steffen ein Stück weiter zurückgeht, auch sehr, sehr schön, dass es hier so eine Coupé-artige Linie ist. Also ich muss sagen, das EQE SUV ist designtechnisch in meinen Augen eine absolute Sahneschnitte. Lasst uns den Blick hier in den Kofferraum werfen und die geht natürlich optional, auch sensorgesteuert, glaube ich, auf. Sesam öffnet sich und dann haben wir hier 520 Liter Stauvolumen. Also da muss ich sagen, das ist doch wirklich mal ein schöner, großer Kofferraum. Wir haben ja leider keinen Frunk. Wir können auch die Haube vorne nicht öffnen. Ich hätte ja gerne mit euch mal getestet, wie Alabama, Sweet Home Alabama, Stahl sich so anhört oder Aluminium oder woraus ist denn überhaupt gebaut, der EQE SUV? Na, aus Kruppstahl wird es wahrscheinlich nicht sein. Nee. Ja, was ihr natürlich machen könnt, ist die 520 Liter entsprechend erweitern. Dann sogar 40, 20, 40. Das heißt, was mir bei Mercedes ja immer so gut gefällt, ist, dass ihr auch die Möglichkeit habt, hier nur das mittlere Element herauszunehmen. Das ist immer wunderbar für Skier oder mal einen langen Gegenstand aus dem Baumarkt. Oder ihr könnt natürlich auch die gesamte Seite umlegen, sodass ihr hier 60% habt. Und jetzt bücke ich mich mal hier so rüber. Da fehlen dann noch die letzten 40%. Und dann sind das 1652 Liter Kofferraumvolumen. Also ich muss sagen, da passt auf jeden Fall mal von der Mutti ein großer Gegenstand rein, oder Steffen? Definitiv. Aber bevor wir jetzt hier weitermachen, was ist das hier eigentlich für ein Kasten? Oh, warte mal, ein Hexenschuss. Ja, das ist doch unsere mobile Ladestation, Steffen, die kennst du doch. Von EM2Go, unserem Kooperationspartner. Die muss ich euch zeigen, die ist richtig klasse. Da habt ihr nämlich eine mobile Wallbox, die könnt ihr stationär nutzen. Mit der entsprechenden Halterung ist alles mit dabei. Oder halt mobil mit verschiedenen Adaptern und könnt so an jedem Döschen, an jedem Steckerchen laden. Finde ich mega, mega praktisch. Kostet weit unter 1000 Euro. Mit einfach elektrisch 10 bekommt ihr sogar noch 10% Rabatt. Schaut da mal bei EM2Go, unserem Kooperationspartner, vorbei. Wenn ihr sagt 520 Liter, wir haben hier übrigens auch noch einen schönen doppelten Ladeboden, Steffen. Guck mal, da ist das ganze Mercedes-Equipment schön in Taschen drin. Das macht Mercedes ja immer äußerst schicki hier bei unserem Probanden. Der hat übrigens einen Bruttolistenpreis von 111.000 Euro, Außenfarbe Selenitgrau Metallic für alle Freaks, die das gerne wissen wollen. Wem das nicht reicht, 520 Liter oder die 1600 Liter dann bei umgeklappten Sitzen, der hat die Möglichkeit, noch einen Dachgepäckträger zu montieren. Ich meine, 75 Kilogramm Dachlast müssten möglich sein. Und optional könnt ihr hier das Hebelchen ziehen und dann fährt da unten hoffentlich eine elektrische Anhängerkupplung heraus. Die ist optional. Und jetzt müsst ihr aufpassen. Bei dem heckgetriebenen 350 Plus, 750 Kilo gebremst, ungebremst. Und dann ab den Allradvarianten, wie hier auch, mit 1,8 Tonnen. Und ich sage mal, für alle Anhängerfreunde sind natürlich 1,8 Tonnen dann schon genial. Übrigens, was elektrisch rausfährt, Steffen? Fährt natürlich auch elektrisch wieder rein. Und die Heckklappe? Die geht auch elektrisch zu. Na, das testen wir doch mal, oder? Ja, also ihr seht, wer mit viel Gepäck und Anhänger verreisen möchte, der ist auch beim EQE 350 4Matic Plus gut aufgehoben.
Habt ihr schon eure THG-Quote beantragt? Ihr habt die Möglichkeit, für euer Elektroauto, privat oder gewerblich genutzt, eine THG-Quote zu bekommen. Alle Informationen dazu habe ich euch zu meinem Partner Geld für E-Auto unten in die Videobeschreibung gepackt, wo ihr einfach nur eure Daten angebt, die Vorder- und die Rückseite eures Kfz-Scheins oder eurer Kfz-Scheine hochladet. Ihr könnt nämlich auch für mehrere Autos das beantragen und dann macht alles weitere Geld für E-Auto und ihr bekommt bequem das Geld aufs Konto überwiesen. Wenn ihr unseren Link nutzt, unterstützt ihr unseren Kanal und dafür sage ich schon mal ganz herzlichen Dank. Steffen, ich glaube, außen haben wir alles genug gezeigt. Wir gehen mal zum Innenraum und als erstes wollen wir mal testen, ob unser Proband Doppelverglasung hat, also zwei Scheiben mit einer Folie verbunden. Hat er nicht. Das ist ja immer wichtig dann später für unsere Innengeräuschmessung. Und ich würde sagen, wir fangen chronologisch wie immer an bei der Türverkleidung, Steffen. Klingt gut. Wir haben hier das AMG Interieurline-Paket verbaut. Das heißt, wir haben hier so einen grauen, ich sag mal, das könnte auch so ein Taucheranzug. Ja, so ein Neoprenstoff sein, ne? Mit einer roten Naht. Sehr, sehr schön verarbeitet, Ambientebeleuchtung. Dann dieses Roségoldene immer von der EQ-Linie. Hier haben wir das Element für die elektrische Sitzverstellung, Sitzheizung, optional Sitzbelüftung, Memory-Funktion. Hier so ein bisschen Alcantara, das ist aber nur beim AMG so, sonst haben wir da Leder respektive Kunstleder. Aber hier unten alles hartplastisch, finde ich nicht so gut. Auch dieser Griff, das ist hier kein Metall, auch so ein Kunststoff. Finde ich, passt zu einem Mercedes nicht von der Wertigkeit, oder Steffen? Ja, hätte man anders lösen können. Andere deutsche Premium-Hersteller machen das leider auch. BMW ist da noch so ein bisschen am besten, finde ich, so vom Interieur aufgestellt. Optional Burmester Soundsystem, das ist ja auch ganz nice. Und hier fehlt mir auch irgendwie so ein bisschen Auskleidung. Ne? Hier raschelt es und klackert es mit Sicherheit alles so. Aber auf jeden Fall kriegt man hier eine große Flasche hin. Ja, schreibt mir in die Kommentare, ist euch das eigentlich wichtig, dass das hochwertig ist? Oder ist euch das egal, kann das einfach das billigste Kunststoff sein? Wir wollen uns den Armaturenträger anschauen und da muss ich sagen, das gefällt mir gut bei Mercedes. Hier oben wieder das Neopren mit der roten Naht. Hier haben wir optional mal die Patternoptik, die auch mit der Ambientebeleuchtung im Dunkeln werden die Sterne hinterleuchtet. Das ist sozusagen die Einfachversion vom Rolls-Royce, wo es den Sternenhimmel gibt, Steffen, oder? Also Mercedes gibt hier mal richtig Gas. Sorry, Mercedes, tut mir leid, war jetzt ein bisschen dissen, aber ist ja nun mal so. Aber es ist doch nett gemacht. Ein schöner Kunststoff, ein bisschen hinterleuchtet, macht schon einen Tri schick, oder? Entschuldigung. Hier ist etwas schiefgelaufen. Das glaube ich auch, Mercedes, denn wir haben gar kein Head-Up-Display, was man natürlich optional bekommen kann. Es gibt auch optional den Hyperscreen, dann mit drei Displays, also Fahrerdisplay, was ihr hier seht. Das ist sehr gut ablesbar, ist auch übrigens besser als beim Hyperscreen, schön frontal gestellt und nicht so schräg. Gefällt mir von der Ansicht besser. Wir haben das schöne AMG Performance Lenkrad hier verbaut mit den Doppelspeichen. Gefällt mir sehr, sehr gut, was wir natürlich in der Höhe und auch in der Nähe zum Fahrer verstellen können und haben hier dann nochmal ein schönes zentrales Infotainment-Display mit sämtlichen Variationen. Ja, die Sprachbedienung haben wir schon gehört und die wollen wir natürlich auch testen, indem wir sagen, hey Mercedes, hey Mercedes, hey Mercedes, was kann ich für dich tun? Fahr uns nach München zum Viktualienmarkt. Ich habe diese Ergebnisse gefunden. Wo ja. möchtest du hinfahren? Los geht's. Na, ab in den Biergarten, Steffen, oder? Ja, fahrt. Und das macht natürlich Mercedes genial. Nicht nur mit dieser schönen Satellitenkarte. Bitte fahre zur angezeigten Route. Ihr seht auch immer öffentliche Ladestationen, wie schnell man laden kann, wie die Verfügbarkeit ist. Sondern macht eine vernünftige Routenoptimierung und wird jetzt auch im Hintergrund eine Ladeplanung machen, weil wir natürlich 770 Kilometer nicht mit einer Akkufüllung erreichen können. Da muss ich sagen, das macht Mercedes äußerst genial, weil wir halt hier auch Möglichkeiten haben, dann auf der Route den Ladezustand am Ziel auszuwählen. Das ist immer interessant, wenn man nicht mit 10% State of Charge ankommen möchte. Oder auch den Ladezustand an der Ladestation. Da gibt es ja auch einige, die ein bisschen vorsichtiger sind und statt mit 10% lieber mit 20% ankommen. Also da muss ich sagen, das macht... Die Route enthält zeitabhängig befahrbare Straßen. Jawohl. Das Ziel befindet sich in einem beschränkt befahrbaren Gebiet. Ist ja klar, ist ein Biergarten, ne? Also das macht Mercedes alles gut, außer dass es jetzt dauert und dauert und dauert und dauert. Das hätte man vielleicht alles ein bisschen schneller lösen können. Zum Beispiel unser amerikanischer Elektroautobauer, der macht das ja, glaube ich, so gefühlt in 10 Sekunden. So eine Routen- und Ladeplanung. Und ja...
Mercedes. Also ich muss sagen, das ist ja hier irgendwie, ne? Ja. Was soll ich eigentlich dazu sagen, Steffen? Tja, ich würde sagen, wir machen einfach weiter im Text. Genau, weiter im Text heißt, wir haben hier eine schöne Mittelarmlehne mit einem schönen Staufach, was sich nicht arretieren lässt. Das heißt, wir haben hier irgendwie auch das Glück bei diesem Auto, dass hier irgendwie ein Mechanismus nicht ist, haben aber hier eine induktive Ladefläche. Wir haben zwei USB-C-Anschlüsse. Wir haben hier ein schönes großes Fach. Wir haben zwei optionale Becherhalter, die man halt auch zu einem großen Fach entsprechend verändern kann. Und jetzt bleibt es aber, ne? Und wir haben hier so eine doppelte Klappe, wo wir dann nochmal ein schönes großes Staufach haben mit zwei zusätzlichen USB-C-Anschlüssen. Also da muss ich sagen, das macht Mercedes richtig, klasse. Ich weiß gar nicht, warum hier keine Routenoptimierung erfolgt. Ne, Ladestops anplanen, ist doch alles hier gewählt. Ach, Mercedes, Software. Naja, wir machen weiter im Text und schauen uns mal den Innenraum von der Seite aus an. Was Mercedes, finde ich, mit am besten kann, sind eigentlich Innenräume. Und ich muss sagen, das ist eigentlich hier ein schöner, designter Innenraum. Hier auch nochmal schön mit Alcantara, mit einer grauen Naht. Wir haben hier schöne Sitze, das sind die AMG-Line-Sportsitze des AMG-Interieur-Line-Pakets. Hier mit Alcantara, dann hier dem Neopren und außen Leder. Auch wieder mit der roten Naht, mit der schwarzen Naht, mit einer grauen Naht. Also da gibt sich Mercedes halt schon Mühe, hat einen guten Seitenhalt. Und ihr bekommt natürlich auch optional alle anderen Möglichkeiten dann mit Leder, mit Nappa-Leder, wie ihr es gerne möchtet. Ja, wir haben ein schönes Handschuhfach, wo wir ein paar Sachen verstauen können. Auch sehr, sehr schön mit so einem Filz ausgekleidet. Und Mercedes hat es verstanden, dann den frei gewordenen Raum auch gut zu nutzen. Hier haben wir eine schöne große Ablagemöglichkeit. Da passt das Damenhandtäschchen hin, da passt das Herrenhandtäschchen hin. Da sind zwei USB-C-Anschlüsse. Und ich meine auch irgendwo, glaube ich, noch eine 12-Volt-Steckdose, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Und so nutzen wir eigentlich diese freie Fläche sehr, sehr gut. Übrigens, die Ladeplanung macht er immer noch. Ich weiß nicht, was auf der Route los ist, Mercedes. Oder wir haben vielleicht das Glück, dass hier wieder irgendwas mal nicht funktioniert. Ja, wir können hier das Rollo der Schiebe das noch öffnen. Das gibt es optional. Ein schönes Panorama-Glas-Schiebedach, was man natürlich auch entsprechend öffnen kann. Ich habe ja immer so meine Schwierigkeiten damit, wenn ich ehrlich bin, weil das halt alles so touchbasiert ist. Ne? Eine schöne haptische Taste, so wie früher. Das hat alles gut funktioniert und dann konnte man auch das Schiebedach schön öffnen. So, wahrscheinlich wieder die falsche Geste gemacht, ich weiß es nicht. Und schaut doch mal, jetzt kommt die Sonne rein, hier kommt die Luft rein. Das ist doch das Schöne an so einem Panorama-Glas-Schiebedach, gerade so im Frühjahr und im Herbst, wenn die Rapsfelder schön blühen. Also ich bin ja ein absoluter Schiebedach-Fan und da finde ich gut, dass Mercedes sowas optional anbietet. Lasst uns zur Sitzprobe hinten kommen und da muss ich sagen, das macht Mercedes gut. Wobei, ich muss sagen, dieses Trittchen hier, Steffen, das stört mich irgendwie, weil da bin ich auch zu groß für. Und wenn du so normal einsteigst, dann bleibst du mit der weißen Hose immer dran hängen. Also das ist auch nicht so genial gemacht. Also es ist wirklich, glaube ich, was für kleinere Menschen, oder? Ja, leider. Ja. Herzlich willkommen im Fond des Mercedes EQE SUV und da muss ich euch sagen, das ist schon schön stattlich hier. Ich habe hier ordentlich Platz, der Beifahrersitz auf die B-Säule eingestellt. Ich habe hier eine schöne Mittelarmlehne, wo man hier zum einen so einen Tablethalter herausfahren kann oder dann halt auch einen doppelten Becherhalter. Das ist ja praktisch, wenn man hier schön sein Wässerchen abstellen möchte. Was wir hier nicht haben, ist 4-Zonen-Klimaautomatik. Die gibt es aber optional als Thermatik, so heißt es glaube ich bei Mercedes. Würde ich auch jedem empfehlen. Wir haben hier hinten dann nochmal zwei USB-C-Anschlüsse, weil bei der 4-Zonen-Klimaanlage jeder für sich seine Temperatur einstellen kann. Was gut ist, der Fahrersitz ist immer ganz hinten, ganz unten bei mir eingestellt, dass wir hier immer noch ordentlich Platz haben. Das heißt, Mercedes, das war ja die Frage eingangs, nutzt den Platz, finde ich, sehr, sehr gut auf der Elektroplattform. Wir haben Kinder-Isofix-Befestigung hier auf der Fahrer- und auf der Beifahrerseite. Da hätte ich mir gewünscht, auch Fahrersitz. Gibt ja Familien mit drei Kindern und drei Kindersitzen. Das ist halt immer praktisch, weil da gibt es halt nur wenige Fahrzeuge, die drei Isofix-Befestigungen haben. Und ich glaube, auch vom Platz her könnte das hier sehr, sehr gut passen. In Verbindung mit dem Panorama-Glasdach haben wir hier auch einen schönen Lichteinfall. Gerade bei so dunklen Innenräumen ist das sehr, sehr angenehm. Und für die Freunde der Nacht kann man dann, wenn man keinen Rolls-Royce hat, auch die echten Sterne sehen.
Was machst du da schon wieder? Na, ich habe das Trittbrett ausprobiert. Ich glaube, das ist dafür konzipiert, wenn du oben mal das Schiebedach polieren willst oder an deine Dachbox ran willst, oder? Ja, so als Trittbrettfahrer quasi. Och, Steffen, apropos Trittbrettfahrer. Ich würde sagen, außen, innen haben wir genug gesehen. Wir kommen jetzt zum Fahrbericht und wollen mal schauen, was der EQE SUV da so alles kann. Wir sind startklar und der EQE SUV auch. Guck mal, Steffen, so gefühlt eine Viertelstunde später haben wir jetzt hier endlich auch mal die Routenplanung, die wir ja vorhin nicht hatten. Ich habe deiner Route Ladestationen hinzugefügt. Vielen Dank. Ihr seht also, er plant hier komplett entsprechend die Route. Und das ist ja auch das, was wir in der Elektromobilität brauchen. In 200 Metern. Das könnt ihr aktivieren oder auch deaktivieren. So wie ihr das quasi für eure Fahrt dann halt wünscht, weil ich weiß, dass viele von euch auch gerne Spontanlader sind. Das heißt, einfach unterwegs sich dann die nächstgelegene Ladestation suchen. Und so habt ihr beide Auswahlmöglichkeiten. Und ich finde, es gehört auch zu einem Premium-SUV, dass man das hat. Was genial ist, Steffen, schau mal bitte, ist hier die Ampelansicht. Manchmal ist es ja so, dass man einfach eingeschränkte Sicht hat zur Ampel. Und da nutzt der Mercedes eine spezielle Frontkamera am Innenspiegel mit einem Weitwinkel, um euch das zu zeigen. Ihr habt auch Augmented Reality-Unterstützung hier dann, wenn ihr das möchtet, durch ein Kamerabild im Navigationsdisplay. Also auch da bietet Mercedes viele, viele neue Features, die man natürlich auch mit einem entsprechenden Aufpreis gerne bezahlen darf. Wir wollen mit euch die Innengeräusche messen und starten bei 50 km/h. 51, 52 Dezibel. Ohne geräuschdämmendes Glas, also da muss ich euch sagen, das ist ja mein absoluter Topwert. Mercedes S-Klasse war, glaube ich, 56 Dezibel, Steffen, richtig? Ja. Also das ist wirklich richtig gut. Und ich bin gespannt, wir beschleunigen jetzt mal auf 70 km/h, wie es sich da entwickelt. Dezibel, also bei 70 km/h, so wie in der Mercedes S-Klasse bei 50, ohne wärmedämmendes Glas. Also ich bin schwer begeistert. 63 Dezibel, das ist ein absoluter Topwert, Steffen. Also ich wüsste gar nicht, ob wir jemals so einen guten Dezibelwert hatten, oder? Also im Spontan fällt mir jetzt auch nichts ein, nein. Also Chapeau Mercedes, also EQE SUV ist ja mal richtig gut gedämmt. Steffen, ich habe meinen Sport geschaltet. Okay, das heißt, wir machen Beschleunigung. Ja, bist du bereit? Hast du eine Stoppuhr? Natürlich nicht, aber so ein Telefon reicht ja. Wo ist eigentlich unsere Racebox? In der Schublade. Oh, wir machen einen Countdown. 3, 2, 1, go! 6,6 Sekunden ist die Werksangabe, 760 Newtonmeter, 292 PS und wir sind auf 100! Ja, 7,19 Sekunden. Ist aber ein guter Wert, weil wir haben ja hier sozusagen handgerissen gestoppt und die Reifen sind nicht besonders warm. Wir haben jetzt nicht eine topografisch perfekt ausgeglichene Strecke. Das macht er gut, oder? Ja, geht. Und er hat auch so einen schönen ordentlich Punch, ne, als 350er. Ja, er drückt dich schön zum Anfang schön einmal rein, ja. Also ich glaube, wir müssen auf jeden Fall auch mal den 500er und den 53 AMG testen. Was sagst du? Definitiv. Yes. Steffen, wir machen mal Elastizität. Ich fahre 60 und mache einen Kickdown. Ja, mach. Ja, also... Ist ordentlich. Ist vernünftig, ne? Also da kannst du schön auf der Landstraße mal einen überholen. Das haut einen jetzt vielleicht nicht komplett von den Socken, ne? Aber wir haben ja auch irgendwo 2580 Kilogramm Leergewicht. Also Masse muss ja auch erstmal in Bewegung gebracht werden, oder? Wie nennt man das? Na, Masse mal Beschleunigung, ne? War doch, glaube ich, die Weisheit der Physik. Ah, okay. Wir wollen mit euch auch mal die Parksituation testen und damit gemeint auch hier die Rundumsicht im Fahrzeug selber. Man hat eigentlich eine fittig ordentliche Rundumsicht und gerade hier mit dem 360-Grad-Kamerasystem unseres Probanden, ich glaube auch das ist optional natürlich bei Mercedes, hat man eine schöne hochauflösende Rückfahrkamera, hat hier eine sehr, sehr gute 360-Grad-View, hat hier verschiedene Einstellmöglichkeiten, wo ihr auch zum Beispiel 180 Grad nach hinten stellen könnt. Ihr könnt hier schön so eine Bird-View machen, wo auch alles nochmal schön eingerahmt ist, so von den Abständen. Also da muss ich sagen, das macht Mercedes
Sehr, sehr gut. Und gerade wenn ihr rausfahrt, habt ihr dann auch die Möglichkeit, eine schöne Frontkamera euch anzeigen zu lassen. Auch wieder mit so einem 180-Grad-Blick. Gerade wenn ihr mal rückwärts oder vorwärts aus einer Einfahrt fahrt, ist das halt auch mega, mega praktisch. Und ich muss sagen, das Auto fühlt sich sehr wendig, sehr leicht an und gar nicht mal wie ein 4,86 Meter SUV. Steffen! Offroad! Ja, guck mal, ich habe hier das Offroad-Programm aktiviert. Das soll uns ja unterstützen in der Höchstgeschwindigkeit zwar nur bis 110 statt bis 210 km/h, aber dann halt hier auch im entsprechenden Gelände. Das ist ja wichtig für all die Freunde, die Offroad fahren. Und dann haben wir hier, Steffen, schau bitte mal, nochmal so ein Sondermenü, wo ihr die Möglichkeit habt, dann auch die Neigungswinkel zu sehen. Und wir haben, glaube ich, sogar eine Kamera, die sozusagen durch den Motor geht. Das ist eine geniale Erfindung. Ihr seht das hier, weil gerade wenn ihr mal ins Gelände fahrt, ich fahre hier einfach mal so ein bisschen ins hohe Gras hinein, dann sieht man ja manchmal gar nicht, ob da irgendwo ein hoher Gegenstand ist. Das ist jetzt sicherlich alles simuliert, aber ihr könnt euch das ja übertragen. Und guck mal, selbst die Frontkamera, jetzt haben wir die Neigung mit drin. Also irgendwie macht Mercedes das schon geil, oder? Ja, das ist schon eine ganze Menge Spielerei aber auch, ne? Und hier ist unser Tannenbaumhändler. Guck mal, Steffen. Ja, bald ist wieder soweit. Ja. Da sind wir doch mal ehrlich, Steffen. Die wenigsten fahren noch mit so einem schicken Auto ins Gelände, oder? Ja, es sei denn, vielleicht, wenn du irgendwo einen Campingplatz hast oder so, deinen Camper irgendwo hingestellt hast, ne? Dass vielleicht, dass du über einen Waldweg mal musst oder so. Aber Normalfall ja eher nicht. Was mir neben den sehr guten Innengeräuschen gefällt, ist der Fahrkomfort, Steffen, oder? Ja. Wir haben hier nicht diese Schaukelei, wie wir es aus manchen SUVs kennen, sondern eher schön straff abgestimmt, aber trotzdem äußerst komfortabel, oder? Absolut, die Sitze auch vor allen Dingen. Man hat einen guten Seitenhalt, man wird nirgendwo hin und her geworfen, das ist echt schick. Und man merkt auch gar nicht, dass man hier 2,5 Tonnen durch die Gegend cruist. Also da muss ich sagen, ist den Mercedes-Ingenieuren wieder mal ein exzellentes Fahrwerk gelungen. Was übrigens auch genial ist, ist hier das Battery-Management-System im EQ-Modus. Das heißt, wir haben hier die Möglichkeit, dann natürlich auch die maximale Ladeprozent einzustellen. Aber was ich viel genialer finde, er zeigt dir immer an, wie schnell er DC laden kann. Er kann ja maximal 170 kW im Peak und könnte jetzt mit der Akkutemperatur 70 kW laden. Wir haben auch eine Batterievortemperierung, das macht er automatisch. Also in dem Moment, wo wir jetzt quasi auch eine Ladestation als Ziel eingeben würden, würde er auch den Akku temperieren. Also das ist schon alles genial ausgeklügelt, Steffen, oder? Das ist wirklich gut und es hilft auch, ne? Genau. Lasst uns zu den Assistenzsystemen kommen und da muss ich sagen, ist Mercedes momentan in meinen Augen top of the top. Erstens haben wir hier ein kapazitives Lenkrad, das heißt drei Finger reichen, damit er erkennt, dass wir aufmerksam sind. Wir haben optional den Abstandsregeltempomaten in Verbindung mit dem Lenk- und Spurhalteassistenten und er fährt schön smooth. Steffen, schau bitte mal nach vorne. Jetzt an eine rote Ampel auf den Vorderwagen auf, hält hier schön smooth an. Ich mache gar nichts, das Auto fährt und er fährt völlig von alleine, meine Füße stehen senkrecht, wieder weiter. Das heißt, er fährt eigentlich schon fast, muss man sagen, autonom und das mit einer Präzision. Das ist wirklich unglaublich. Alle Tesla-Fahrer wären begeistert, wenn ihr Autopilot das könnte. Sorry, so deutlich muss ich sagen. Und das Ganze mit Verkehrszeichenerkennung funktioniert zu 99,9% in unseren Versuchen. Und prädiktiv. Das heißt, ist 50, hat er am Schild 50. Ist 70, fährt er 70. Das heißt, ihr müsst eigentlich nichts machen, außer teilautonom natürlich weiterhin aufmerksam sein und das Auto kontrollieren und im schlimmsten Fall, wenn er mal einen Fehler hat, das kann natürlich passieren, dann entsprechend korrigieren. Aber ich muss sagen, Mercedes, Chapeau in eurem Assistenzsystem. Das ist wirklich top of the top. Lasst uns zum Zwischenfazit kommen. Zwischenfazit deswegen, weil wir ja noch eine Verbrauchsfahrt und den Ladecheck machen und auch die Assistenzsysteme auf der Autobahn testen wollen. Und was wir auch testen müssen, Steffen, ist nochmal eine Routenplanung mit Ladeplanung, weil das kann ich auf dem EQE-SUV nicht sitzen lassen, dass das so lange gedauert hat. Weil ansonsten ist es wirklich ein Auto, was rundum, finde ich, gut abgestimmt ist.
Es ist komfortabel, es bietet viel Platz, es bietet viel Variabilität, es hat einen ordentlichen Elektroantrieb und eigentlich die besten Voraussetzungen, jetzt vielleicht noch gepaart mit einem hoffentlich guten Verbrauch, um halt eines der interessantesten Elektro-SUVs im Premium-Segment zu werden. Steffen, oder? Was sagst du? Ich sehe das absolut genauso. Da werden wir auch nochmal einen Vergleich machen, übrigens mit dem BYD Tang. Das ist ja sozusagen die chinesische Antwort auf das EQE-SUV. Seid ihr gespannt, da folgt noch ein drittes Video mit dem Vergleich. Aber ich muss sagen, ihr habt es hier gesehen, innen, außen und auch im Fahrbericht. Das ist wirklich alles sehr gut durchdacht und macht es interessant, vielleicht auch für euch mal zum Mercedes-Partner, gerne zu unserem Kooperationspartner Sternauto zu gehen, um das EQE-SUV mal selber live zu erleben. Und damit sind wir auch am Ende des heutigen Videos angekommen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Ihr bewertet es mit einem Daumen hoch. Schaut bitte nochmal nach, ob ihr Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns mit einem Abonnement unterstützt. Und wenn ihr das Glöckchen läutet, dann werdet ihr auch benachrichtigt, wenn das nächste Video mit der Verbrauchsfahrt und dem Ladecheck vom EQE SUV online geht. Also bleibt gesund. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis bald. Euer Olli.